Antilopenbulle. Der Afrikaansname für eine Kuhantilope ist Hartebees. Das heißt übersetzt Herzrind. Denn die Form des Gehirns von hinten oder vorne betrachtet, hat etwa die Form eines Herzens. Hier am Rand der Pfanne eine Tränke, die wahrscheinlich durch starke Regenfälle entstanden ist. Jetzt sind ca. 100 Zebras im Anmarsch in langer Linie. Ein erfahrener Reiseführer bemerkte einmal, dass, wenn man die Migration in der Serengeti beobachten will, man Streifengnus mögen sollte. Ähnliches gilt für den Etosha-Pfanne-Nationalpark. Hier muss man Zebras mögen, denn diese sind die am meisten verbreiteten Großtiere im Nationalpark. Herden von bis zu Hunderten von Tieren sind keine Seltenheit. Wenn in Deutschland bei der Jagd Halali geblasen wird, dann ist die Jagd vorbei. Dieses Symbol wurde bei der Gründung des Nationalparks für die Benennung des Camps Halali gewählt, um anzudeuten, dass die Jagd auf Wild im Nationalpark jetzt beendet sei. Die Kugellöcher in diesem Elefantenschädel deuten jedoch darauf hin, dass dieser Elefant wohl an starken Kopfschmerzen erlegen ist. Bedingt durch die weite Verbreitung von Wasser waren Kudus selten zu sehen. Wenn man jedoch Anblick hatte, dann ist man immer wieder beeindruckt vom Erscheinungsbild dieser majestätischen Antilope. In der Umgebung des Camps Halali trifft man oft Spitzmaul-Nashörner an. Nicht bei jedem Nashorn wurden die Hörner entfernt oder sie sind inzwischen wieder nachgewachsen. Gut zu sehen sind die zweckmäßig geformten Lippen, die es diesem Nashorn ermöglichen, effektiv an Büschen und Sträuchern zu äsen. In diesem Nationalpark trifft man nebeneinander Springböcke und Impalas an. Im berühmten Krüger-Nationalpark in Südafrika zum Beispiel gibt es keine Springböcke. Deren Verbreitung ist dort auf den trockenen Westen des Landes beschränkt.
Der Springbock zählt zu den Gazellen und hat dickeres Gehirn und eine spezielle Form. Im deutschen Sprachraum wird deren Form oft mit einer Lira oder Leier verglichen. Die Geiß hingegen hat deutlich dünnere Stangen. Bei der ständigen Suche nach Großtieren übersieht man oft die Vielfalt an kleinen Tieren und Reptilien. Die Tränke des Okakuyu-Camps ist direkt außerhalb des Zauns gelegen. Bequeme Sitzgelegenheiten und Flutlicht lassen entspannte Tierbeobachtungen bis in die Nacht zu, ohne dass man im Auto herumfahren muss. Die Straßen sind größtenteils in schlechtem Zustand. Große Schlaglöcher überall. Und es wäre sicher nicht unmöglich, einige Leute zusammenzutrommeln, sie mit Schaufeln auszurüsten, vielleicht ein Fahrzeug und ein bisschen Material vielleicht dran zu schaffen, um solche Löcher zu schließen. In Namibia, wie im ganzen südlichen Afrika, herrscht große Arbeitslosigkeit. Aber das Wort Instandhaltung oder Wartung steht in keiner einheimischen Sprache. Ich bin heute Morgen auf die Toilette gegangen im Restaurant. Zwei Toiletten. Eine kein Papier, bei der anderen schließt die Tür nicht. Im Waschraum keine Seife, keine Papierhandtücher. Das ist zu Standard. Es wird immer darüber geredet, wir brauchen Geld, Geld, sicher. Geld wird größtenteils abgeschöpft, oben. Aber hier hat es mehr mit einer Geisteshaltung zu tun. Wenn man etwas sieht, zum Beispiel, dass ein Dichtungsring am Wasserhahn ersetzt werden muss, dass man das auch tut. Aber irgendwie haut das nicht hin. Das ist Teil der Kultur, Teil der Lebensumstände, was auch immer. Und das zieht sich durch alle Bereiche des öffentlichen und privaten Lebens. Das ist Afrika. Ich bin hier dabei, eine weibliche Tüpfelhyäne zu filmen. Sie ist dabei, ihre beiden Jungen zu säugen. Sie lässt sich nicht von uns stören und konzentriert sich ganz auf ihre mütterlichen Aufgaben. Die kleinen Tüpfelhyänen werden schwarz geboren und nehmen erst später das typische Farbmuster einer Tüpfelhyäne an.
heute ist die Suche nach den Geparden angesagt. Zweimal schon habe ich Geparden gesehen, aber nur circa 300 Meter entfernt. Unmöglich zu filmen. Was mich erstaunt, dass es nicht so viele Geparden gibt. Denn es gibt genügend Springböcke und Impala, was so typisch die Beute von Geparden ist. Allerdings muss man auch zugestehen, dass diese große Pfanne hier, der Teil dieser Petoscha-Pfanne ist Fisher Pan genannt, voll mit Wasser ist. Und Geparden dann nicht unbedingt gezwungen sind, an einen Punkt einer Wasserstelle zum Beispiel zu kommen, um dort zu trinken. Sie können entlang der ganzen Pfanne trinken, wann sie wollen. Man wird sie nicht sehen. Wasserschildkröten. Und ich frage mich, wie kommen die Wasserschildkröten hier an die Tränke? Es sei denn, dass jemand sie eingesetzt hat. Aber alleine kann ich mir nicht vorstellen, dass sie hier herlaufen. Denn im Umkreis von mehreren Kilometern gibt es keinen Strom, Wasserstrom, dem sie hier hereingeschwemmt worden sein könnten. In der Umgebung dieses Wasserloches gibt es eine Unmenge an Wild, im Wesentlichen Streifenknus, Zebras und Springböcke. Aber ein paar interessante Details lassen sich doch beobachten. Was auch interessant ist, ist ein Streifenknubulle, der alle anderen Bullen hier vom Wasser vertreibt und im Besonderen seine Herde von Kühen schützen möchte. Oder besser gesagt, für die sich alleine haben möchte. Drei Hyänen. Eine davon hat soeben Haupt und Nacken oder Haupt und Träger eine Springbox davongetragen und bewacht es jetzt. Wahrscheinlich sind die anderen neidisch. Hyänen können auch sehr effektive Jäger sein. Sie bejagen das Wild, bis das Wild erschöpft ist. Also nicht Schnelligkeit, sondern Ausdauer ist der Vorteil der Hyäne. Thank you.
Musik.